So, Freunde, willkommen zu Song of Horror. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Es gibt auch irgendwie die Episode 5 mittlerweile. Ich weiß gar nicht, ob ich die damals gespielt hatte. Wollen wir uns mal angucken. So, da geht's nicht rein, aber auf jeden Fall kann er sich eine Taschenlampe nehmen. Will aber nicht. Von der Steuerung her noch ein bisschen komisch irgendwie. Manchmal, also man kann nach oben und nach unten gucken irgendwie. Er hat jahrelang gebraucht, um diese Bilder wieder aufzustellen, okay. Vollgestopft mit verschiedenen Dingen. Meine Wohnung ist definitiv zu klein. Das sieht auch aus wie eine Rumpelkammer, ja. Ob hier nichts Interessantes hier, ne? Das Telefon klingelt bestimmt bald. Mir vorstellen. So. Ich bin schon am Überlegen, ob es vielleicht besser wäre, ich würde es auch mit dem Xbox-Controller spielen oder so. Warum manchmal echt ein bisschen nervig ist. So, hier ist ein Fahrrad. Sonntag auf der Couch verbringen und Jazz hören, naja. Spricht immer im Konjunktiv, was er alles gerne machen würde, aber. Hungrig ist er auch nicht. Es werde Licht. Die Frage, ob er das eine oder andere denn besser sehen kann. Nichts Interessantes in seiner Wohnung. Hier ist noch sein Badezimmer. Auch schön. Jetzt wieder nicht raus. Nur die zwei Räume, aber irgendwie nichts zu tun, ne? So richtig. Hier noch mal rein. Meine, so groß sind die Räume ja nicht. Ah, alles klar. Seriously. Ich hab doch gedacht, dass der Chef anruft. Hello. Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening and there's an emergency? Sebastian Husher is nowhere to be found, and his manuscript should have been at the office by Tuesday. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air.
Don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's performance in half an hour. Plus, Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing developments along Highway EB-15. EB-15? Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it off to the highest bidder. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. Thanks, Dan. You're saving my skin. Again. Another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Wake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit. Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. I would have divorced myself in her place. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. Chin up, Hugh. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Even Friday evenings. But if I could find Husher, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Let's cross our fingers and hope he's home. Mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir gleich am Anfang mit ihm hier starten. Später habe ich ja auch eine Frau gespielt oder so. Ja, schauen wir mal. Auftakt, ein Freitag wie jeder andere. Das ist sehr schön. Ein Dreirad, ich wusste nicht, dass Husher Kinder hat. Ist hier nicht auch. Ach, hier geht's ja auch lang. Nö, warum die Seitentür nehmen, ja? Hat er recht. Die Musik im Hintergrund sehr beruhigend, muss ich sagen, also. Eine Zeitung auf der Titelseite ist ein Artikel über den Mörder, den sie vor einer Woche verhaftet haben. Hier will man eigentlich was gucken. Steht hier irgendwo die Hausnummer? Weil ich glaube, das wird in dem Spiel später noch wichtig. Ah, die Steuerung wieder loskommt. Nee, irgendwie nicht, ne? Naja, finden wir noch raus. Da die Tür auch steht, können wir einfach reinmarschieren. Hello. Also ich wäre da persönlich nicht reingegangen. Is that music? I'd better take a look. So, jede Figur besitzt seine eigene Lichtquelle, um sie aus Eid zu schalten. Okay, das ist uns bewusst. Aber die Frau hat da eine Kerze, ne? Ja. Is that someone playing a music box? Der Alarm ist ausgeschaltet. Okay. Drück gleich mal in die erste Tür rein.
Badezimmer scheint nicht zu sein. Ja, auch krass, wenn man in der ersten Tür gleich was Gutes finden würde. Hier ist noch zu, okay. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nichts weiter. Der Reiseführer. Okay, hier ist noch eine Uhr. Die Uhr zeigt 12 Uhr an. Ich schätze, sie muss repariert werden. Vielleicht öffnet die auch Türen. Ascher ist aus vielen dieser gerahmten Bilder zu sehen. Die anderen sind wohl seine Familie, schätze ich. Diese Bilder machen mich depressiv. Ich selbst würde niemals solche Bilder aufhängen. Ja, immer Geschmackssache, ne? Was hier noch schön ist? Was seltsam, was waren die ganzen Koffer hier? Gucken, können wir auch nach oben eigentlich? No, the music isn't coming from upstairs. Okay. Also nach oben möchte er nicht, er möchte unten weiter. Gucken. Gehen wir mal hier rein. So, hier finden wir gleich Streichhölzer, ne? Also noch nicht, sagt er. Alles klar, also. Anstatt die gleiche einzusammeln, naja. Das ist die Küche, aber anscheinend ist das in dem Spiel so, man muss ja erst gewisse Dinge erleben, damit man dann irgendwie ja, weiterkommt. Also die Streichhölzer braucht er später noch, aber egal. Du hast einen untersuchbaren Gegenstand gefunden, um ihn zu untersuchen, eine Information zu erhalten. Drücke E, um die Rückseite zu lesen. Was haben wir denn hier Schönes? Lieber Sebastian, wie geht es dir? Ich muss ehrlich zugeben, dass wir bereits alle ungeduldig auf dein neuestes Werk warten, mein lieber Freund. Es fällt mir nicht leicht, aber ich musste dich um einen Gefallen bitten. Anbei findest du einen Artikel, den wir kürzlich erstanden haben. Eine kunstvolle Spielfigur mit faszinierenden Gravierungen. Die Kunstfertigkeit ist beeindruckend, aber etwas anders ist mir aufgefallen. Vielleicht sollte ich dir sagen, meinem Gehör, die Melodie, Sebastian, sie ist irgendwie eigenartig. Du musst sie dir selbst anhören. Ich hatte das Lied noch nie zuvor gehört und all meine Versuche, die Partitur oder den Namen der oder Komponisten zu finden, waren vergeblich. Ich werde diese Melodie wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ja. Nochmal drehen. Ja, manchmal kleben da ja auch immer Schlüssel hinter solchen Zetteln. Interesting. Okay. How can there be a door there? Auch interessant. Ich weiß, wenn wir später mit der Frau spielen, wird das anders irgendwie. Da liegt noch ein Schraubendreher, ne? Ich weiß nicht, ob er den nimmt. Gucken wir mal. Da liegen überall Sachen rum, ja, ein bisschen chaotisch schon. Praktisch könnte man mal aufräumen. Boah. Alter, ich würde doch nicht, wenn da unten im Keller so eine Uhr ist. Also eine Spieluhr, da würde ich doch nicht in den Keller gehen. Okay, bei so einer Tür würde ich generell nicht in den Keller gehen, aber so eine andere Geschichte. Mann, Mann, Mann. I'd hardly taken a step forward, when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore.
and all that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days. And I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror, and sometimes, the worst of all, a vast, oppressive silence would fall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. There was nobody there, just hallucinations, nightmares, black nothingness. Ah. Ich erinnere mich, wir müssen jetzt wahrscheinlich genau, er ist jetzt gefangen und dann gibt es den Charakterwechsel. Alles klar. 3 Tage später. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No. We've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? No, I don't think so, and if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on Highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. Nummer 4, die müssen wir uns merken. Die brauchen wir später noch. Of course. Same to you. Wir müssen da noch einen Tresor öffnen. Da brauchen wir die Hausnummer 4. So, wir können jetzt den Charakter wählen. Sophie van Dent, Lichtquelle Kerze. Und er mit seiner Lichtquelle Feuerzeug. Ich glaube, wenn ein Charakter stirbt, kommt sonst noch der nächste. Ist noch einen dritten Charakter? Nee, ne? Doch, es gibt noch einen dritten. Alexander Leskin, Lichtquelle Kerze. Lichtquelle Taschenlampe. Wir haben mal Alina Ramos, die habe ich noch gar nicht genommen. Gucken, nehmen wir sie mal. Gucken, was die drauf hat. Hauptsache nicht zu ängstlich. September 1998. Die Frage, warum fährt man da im Dunkeln hin, ne? Also aus polizeilichen Ermittlungen irgendwie auch komisch. Naja, aber sie hat eine Taschenlampe, das ist schon mal schön. So, das Dreirad haben wir schon gesehen. Ich weiß nicht, ob sie den Nebengang auch gleich nehmen kann. Ne, Tür klemmt. So, hier ist ein Schaukelstuhl. Achso, die Zeitung, genau. Tür ist natürlich wie immer auf. Was? Asha Willa. The door was open. Were they waiting for me? So, Badezimmer war ja wieder so. Gab's ja nichts, bis auf den Spiegel, ne? Egal mit welchem Charakter. Könnte man eigentlich wieder rein. Wieder raus.
So, hier gibt es ein schönes Bild. Ein Vogel, der auf einem Mädchen sitzt, das mit einer Decke zugedeckt ist. Es wirkt so, als ob der Vogel ihre Seele herausgerissen hätte. Ui. Was hier schön ist. Da wieder ein Koffer. So, aber hier lagen doch auch die Streichhölzer, ne? Die haben wir noch mit dem... Nee. Das sieht hier anders aus. Ach, nope. Okay, die ist jetzt verschlossen, da brauchst du einen Schlüssel. Jetzt mit der Tür, ist die auf? No. Ist auch verschlossen, okay. Alte Metallkiste, alles klar. Ich weiß auf jeden Fall, ich kann jetzt schon mal spoilern, da sind Sicherungen drin. So, die ist aber fest verschraubt. Okay. So, einen Schraubendreher müssen wir auf jeden Fall suchen. Der Boiler hat natürlich keinen Strom. Das ist übrigens das, was ich an dem Spiel auch kritisiert habe. Wenn der Boiler keinen Strom hat, wieso ist denn die Alarmanlage, leuchtet die? Also, vielleicht gibt es ja auch welche, die irgendwie vom Stromnetz unabhängig sind oder so, ich weiß nicht, aber war die ein bisschen merkwürdig. So, dann gibt es hier für uns erstmal nichts. So, die Uhr ist auf jeden Fall weitergegangen. Manchmal sehe ich teure Uhren wie diese, wenn ich Alarmanlagen im Haus irgendeines Senioren installiere. Ja, ist ja auch so eine Altbackenuhr, ne? Okay. Sagt sie zu dem Bild, nur eine gequälte Seele kann solche Bilder malen. Ja. So, mein lieber exzentrischer Ehemann, ich habe dir deinen Schlüssel in die obere Schublade in dein Büro hinterlegt. Die Kinder waren in letzter Zeit sehr nervös. Wir müssen darüber reden, sobald du zurückkommst, und ich will nicht, dass sie damit spielen. Okay. Das heißt, Schlüssel, Schublade, war eine gute Kombination. Könnten jetzt geradeaus gehen. Ich bevorzuge die Tür jetzt erstmal. Boah, ist das dunkel da. Naja, ohne Strom. Ach, hier waren die Streichhölzer, genau. Sehr gut. Sie weiß das zu schätzen. Sie nimmt die Streichhölzer. Ha? Hier sind wir jetzt in der Küche. Das ist ein schöner hoher Tisch. Ich könnte leider darunter, klettern. Okay. Ich glaube, das war auch so, dass wir da uns immer verstecken konnten. Ach, nope. Und ich damals daran gescheitert bin. Ich habe es länger nicht gespielt, dass man irgendwie die Angst synchronisieren konnte. Hier, das sind die Früchte nur zur Dekoration. Hier gibt es noch ein paar schöne Bilder. Mhm.
hier nicht auf dem Boden irgendwo einen Kurzschluss? Nee, ne? Verwechsel ich das bestimmt. 0 Uhr Geisterstunde. Ach, von hier komme ich ja. Alles klar, gehen wir wieder rein. Boah, die ist ja jetzt schon ängstlich. Ich dachte, die wäre ein bisschen mutiger. Naja. So, was sagt der Spiegel eigentlich? Der ist ja auch so vernebelt, ne? Ich kann mich nicht einmal im Spiegel sehen. Okay. Okay, dann haben wir da auf jeden Fall erstmal alles abgegrast, glaube ich. Bin jetzt hier mal in den großen Raum. Wird echt Zeit, dass wir da den Strom einstellen. Das ist ja... Leere Weinflaschen neben einem Plattenspieler. Naja. Jemand im Haus spielt gerne Schach. Die Senores des Hauses haben ein Piano. Ich wette, es klingt wunderbar. Hm. Und die spielen wahrscheinlich das Lied vom Tod. So, da geht's noch ein Stück runter. Sieht hier wirklich nichts. Es ist ja... Die Pflanze fängt an zu welken. Ich denke, sie braucht etwas Wasser. Ja, wir sind aber nicht zum Pflanzengießen hier. Okay, dann gehen wir hier mal hoch. Gab es hier noch was Schönes? Nee. Ah, da gab es doch noch einen Kamin, bin ich der Meinung. Müsste ein Kamin sein, ne? Ja. Okay, sie hat Streichhölzer. Und sie bräuchte wahrscheinlich Brennholz. Dann wäre es hier schon mal ein bisschen heller. Würde uns auf jeden Fall helfen. So. Wir mal durch die Tür hier. Ah, Mann. Ich habe auch wirklich in so einem Spielen überhaupt keinen Orientierungssinn. Okay, das sieht nach dem Büro aus, wo der Schlüssel in der obersten Schublade ist, ne? Die Schublade zu öffnen, wenn ich sie vorher einfette. Okay, das heißt, wir brauchen Öl. Öl oder Fett oder irgendwie sowas. Das geht gar nicht. Die, Globus können wir bestimmt später auch noch was machen. Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir irgendwie in den Keller kommen oder so. Oder gibt es Fett in der Küche? Glaube ich nicht. Hier war doch auch noch eine Tür, ne? Oder? Ne. So unangenehm hier im Dunkeln rumzulaufen. Hier war das Schachbrett. So. Na. Kommen wir wieder dahin. Okay. Also wir müssen irgendwo Fett finden. Fett oder Öl. Und das ist entweder in der Küche. Oder im Keller. Je nachdem.
mal, hier ist ja auch noch was. Vorhin gar nicht gesehen. Ach doch, das Bild, ne? Der Keller war ja abgeschlossen, ne? Und hier, das war ja auch abgeschlossen. Ja, alles klar. Also wenn es im Keller nicht weitergeht, dann kann es ja auch nur in der Küche oder in der Werkstatt halt sein, irgendwo Öl. Vielleicht finden wir ja auch hier Öl oder Fett. So, das ist das Fahrrad. Das brauchen wir nicht. Das ist das Motorrad, das ist auch nicht interessant. So, Bedienungsanleitung für den Boiler brauchen wir auch nicht, weil wir erst die Sicherung einsetzen müssen. Das ist ein Radio. Auch nichts, okay. Müssen wir in die Küche. Ist nur, ach nee, das ist das Fahrrad von der anderen Sicht. Mal, dass wir in der Küche irgendwas finden, was ölhaltig ist. Ja, das ist ja nur der Koffer, den er anzeigt. So, ich glaube nicht, dass wir schon da oben müssen. Wir gehen jetzt hier direkt mal in die Küche. Hier nur irgendwelches Porzellan, ne? Genau. Nope. Das ist auch abgeschlossen. Das ist nur das Obst. Haben wir eigentlich schon eine Karte von dem Haus? Nee, haben wir noch nicht. Das ist aber auch nicht die Küche, das ist der Speisesaal oder so, ne? Nee, 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 nee. Das abgeschlossen. Ich habe das Gefühl, wir müssen uns hier noch mal ein bisschen weiter umgucken. Pflanze, die anfängt zu welken. Streichholzschachtel einsehen, benutzen. Ich muss das Holz vorher vorbereiten. So, wir haben nicht so viele Optionen eigentlich.
So, was hatte hier das Hausschriftsteller? Sieht aus, als wäre es altmodisch. Okay. Schublade klemmt, das war klar. Bücher. Okay, um diese Schublade zu öffnen, brauchen wir Öl und Fett. Wie auch immer. Entweder Öl oder Fett. Haustelefon. Meine Meinung. Müsste hier im Speisesaal irgendwas geben, was wir übersehen haben. Wieder nur ein Bild. Was ist denn hier? Das ist ja ein schöner hoher Tisch, ne? Ah, nervig. Ach, jetzt geht die Tür auf. Alles klar. There's something on the counter. Komisch, die war vorhin verschlossen. Ah, aha. Ein Bild von Saul. Sieben steht da drauf. Saul 7 müssen wir uns die 7 auch mal melden. Also 4 die Hausnummer, 7 müssen wir uns noch melden, merken. Okay. Hier unten ist der Kurzschluss, ne? Schau dir die Funken an. Die Pfütze muss sich auf die Lichter im Haus auswirken. Ja. Stimmt allerdings. Deswegen fliegen die Sicherungen auch mal raus. Frage ich mich nur, warum da Strom drauf ist, wenn die Sicherungen draußen sind. Ein Metallring. Nope. So, Bücher. In dem Haus gibt es so viele Bücher. Ist hier links noch eine Tür? Ah, hier könnte man Öl finden. Mhm. Jawohl, Ölkanister, sehr gut. Damit kriegen wir die Schublade auf. Wenn wir die Schublade aufhaben, dann bekommen wir einen Schlüssel. Und wenn wir Schlüssel haben, können wir Türen öffnen. Oha. So, das war's aus für ein Geräusch. Du sollst besser nachsehen, bevor du wieder rausgehst. Okay. Butcher, what was that? Die ist verschlossen, okay. Scheint jetzt ruhig zu sein, ne? Es scheint, als wäre die Luft rein. Von nun an kannst du lauschen, was auf der anderen Seite von Türen passiert, die du doch nicht untersucht hast. Achte auf die Symbole, die eingeblendet werden, wenn du dich in der Nähe einer Tür befindest. Benutze deine Karte, um dich zurechtzufinden. Auf der Karte ist jeder Ort gekennzeichnet, den du bisher erkundet hast. Um die Karte zu öffnen, drücke M.
Ah, wie, jetzt können wir die Karte öffnen. Das ist ja schon mal praktisch. So, sehr schön. Hier war ja zu, genau, dafür brauchen wir ja auch den Schlüssel. Hier gehen wir jetzt raus. Froh, wenn die Sicherungen endlich an sind. So, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Wir sind jetzt hier. Achso, vom Wohnzimmer komme ich in die Bibliothek. Ne? Küche, genau, dann brauche ich einen Schlüssel. Das Esszimmer, da brauchen wir einen Schlüssel. Da hinten braucht man einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen doch nochmal hier ins Wohnzimmer. Wenn ich das richtig sehe, genau. Einmal das Esszimmer und einmal die Bibliothek. Also wir müssten einmal hier lang, ne? Wenn ich das richtig sehe. Gucken wir nochmal. Ne, ich habe es wieder falsch gesehen. Orientierungssinn total für den Arsch. So, sehr gut. Wir sind im richtigen Zimmer und können jetzt den Schlüssel holen. So, dann nehmen wir doch gleich mal die Ölkanne. Die ist auch gleich vorbereitet. Es wäre albern, es auszuprobieren. Ich habe den Schlüssel bereits. Ah, da ist noch eine Mappe drin. Sammlerstück. Okay. Sammlermappe, ein Teil von einer Mappe, eine rötliche Mappe mit einem Haufen Papiere. Ja, kombinieren. Können wir vielleicht einen Ring dran packen? Nö. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben den Schlüssel. Streichhölzer. Okay, der Ring. Ich glaube, der Ring, da müssen wir später noch einen Schlüssel basteln oder so. Okay, dafür brauchen wir jetzt einen Schraubendreher. Alles klar. So, aber diese, warum er die Mappe hier nicht aufmacht? Ja, jetzt. Egal, wir gehen erstmal raus. Na, Telefon, alles klar. Musste ja sein. I shouldn't answer the phone. Should I? Hello? Hello? Who is this? I can't understand anything. We can't leave my room. What? What the... Who was that? A child? Okay. Dann gehen wir mal.
Das will, das für Geräusche, zum Mädel im Hintergrund. Mm-mm. So, nimm doch gleich den Schlüssel. So, der Schlüssel passt, ist schon mal gut. Okay. Plattenspieler. Hier ist der Schraubendreher, genau. Den brauchen wir. Okay, dann wollen wir den mal kombinieren. Ja, warum macht er das denn nicht? So, dann kombinieren wir mal den Schraubendreher. Ah, alles klar. So, die Sicherung haben wir jetzt. Das ist schon mal gut. Nutzen können wir die nicht. Macht ja auch keinen Sinn. Dieser ganze Raum riecht nach Tabak. Das finde ich übrigens interessant hier. Die Tür, an der der Typ vorhin verschwunden ist, die existiert hier nicht. So, ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich am Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen. Aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich beschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn sie noch einmal sehe, gehe ich rein und lasse die Tür offen. Dann wird Mami mir glauben. Ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Mami war sehr böse und hat Julia immer wieder angeschrien. Ich möchte nicht, dass sie streiten. Die Tür macht mir Angst. Verstecke den Schlüssel im Puppenhaus und werde die 5 Puppen verstecken, auch wenn sie dann böse auf mich sind. Ich werde sie wieder hervorholen, wenn Mami und Julia die Tür wieder vergessen haben. Eine hat Hunger, also macht ihre Freundin ein Abendessen, weil es in der Küche gut riecht. Eine andere liest während ihrer Schwester im Bad. Eine hässliche Puppe wacht die Tür, ich kann sie nicht leiden. Okay, also wir müssen Puppen finden, das ist auch schon mal gut. Hier, dieser ganze Raum riecht nach Tabak, ey. Das hat sie schon bereits gesagt. Okay, hier gibt es auch nur klassische Musik. Jetzt kommt wer durch die Tür, ne? Hello. Is there anyone there? Okay, etwas versucht er reinzukommen, verhindert, dass die Tür öffnet mit E. Hier und Space. Okay. Alter Falter, ey. Mann, Mann, Mann. Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Du bist vorerst sicher, aber bleibe weiterhin auf der Hut, was auch immer das war. Es könnte noch im Schatten lauern. Bei bestimmten Ereignissen hast du die Möglichkeit, in Räumen, die du bereits untersucht hast, an Türen zu lauschen. Denke immer daran, besonders vorsichtig zu sein. Es könnte dein Leben retten. Ja, nach der Aktion auf jeden Fall. Was happening? Müssen theoretisch jetzt jede Tür abhören, ne?
Ja, wenn wir da jetzt durchgehen würden, wären wir, glaube ich, tot. Nee, jetzt scheint Ruhe zu sein. Ganz cool gemacht, weil hier ist ja eine Tür verschlossen und die muss ich auch nutzen. Oder wieder aufschließen. Nee, warte mal, die ist auf, dann war das die andere. Die ist jetzt auch auf? Ja, nach oben müssen wir, glaube ich, erstmal noch nicht. Ein Keller, glaube ich, der Keller war abgeschlossen. Also wenn ich an ihrer Stelle wäre, ich wäre schon rausgerannt. Ich wäre da keine 5 Minuten geblieben. Jetzt bin ich wieder hier. Wir gucken gleich mal auf der Karte, wo der Keller ist. So, da ist doch... Hä? Da waren wir doch drin. Da ist doch der Schlüssel sogar abgebildet, wo wir rein müssen. So, auch schließen müssen. Das ist seltsam. So. So, die Tür rechts da. Die war auch auf, ne? Genau. Müsste aber... Eine der Türen muss auf sein. Muss aufgeschlossen werden. No. So, warum verwendet sie den Schlüssel nicht? Okay, das haut nicht hin. Okay, hier können wir auch nochmal einen Schlüssel benutzen. Der Schlüssel passt, ah, sehr cool. Okay, dann gehen wir mal in den Keller rein. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir den Strom gar nicht anstellen können, oder? Weil oben ja der Kurzschluss ist, ne? Schauen wir mal. So, liebe Julia, ich gratuliere dir, dass du diese Notiz gefunden hast. Du bist der Lösung des Rätsels, das ich für dich vorbereitet habe, schon einen Schritt näher gekommen. Ich hoffe, es bietet dir etwas Beschäftigung, während ich weg bin. Ich habe deine Lieblingspumpe im Safe versteckt und die Kombination geändert, dass du Detektivin werden willst. Wenn du erwachsen bist, glaube ich, dass du hierbei an Schlussfolgerungsfähigkeiten üben kannst. Die neue Kombination lautet wie folgt. Die Nummer unserer Hausanschrift 4. Sauls Alter 7. Das Jahrzehnt und Jahr, in dem das Gemälde oben direkt neben der Treppe gemalt wurde. Ah, okay. Das können wir noch rausfinden. Direkt oben neben der Treppe. Das ist schon mal gut. Also 4, 7 und dann... Alles klar. Und dann können wir auch den Safe öffnen. Ach, hier ist es doch. Hier ist Gemälde 1945. Versuchen wir es mal. Das klappt. So, weil das Gemälde wurde ja abgenommen, ne? So. 4. Sieben. Und dann 4 und 5, ne? Ah, komm her, du 4. Ach, nope. Der Code geht... Warte mal, der Code, den ich eingegeben habe, funktioniert nicht. Ich habe offensichtlich einen Fehler gemacht, als ich die Notiz gelesen habe. Mal das Bild an.
Dieses Bild ist aus dem Jahr 1945. Ach, alles klar. Er hat gesagt, Jahrzehnt, das sind 40er, ne? Dann müssen wir nicht, genau, dann müssen wir hier eine 0 eingeben. Mierda. Funktioniert nicht. Irgendwas scheinen wir wirklich falsch gemacht zu haben. Oder es gibt da oben wirklich noch ein Bild, da müssen wir mal schauen. Was wir übersehen haben. So, und hier müsste jetzt der Sicherungskasten sein. Ich glaube, sie haben diesen Schrank leer stehen lassen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Reihenfolge. Da irgendwie eine Regelung? Warte mal, 25 Ampere. Ist der gelbe. Okay, wir können es ja einfach mal. Irgendwann wird es ja klappen. So, wir nehmen mal die 25. Achso, die 15 hatte ich sogar reingepackt. 20. Warte mal, irgendwas ist ja. Okay, dann packen wir erstmal die 10 hier rein. Nummer 20. Falsch. Müsste mir das eigentlich auch mal aufschreiben, weil sonst, wenn ich mir das nicht notiere. Nur 25. Und die 10. 15. Und 20. Ja, entweder liegt es da oben an dem Kurzschluss. Doch mal so in der Reihenfolge mal 20. Nee, leider nicht. Okay, Freunde, ich würde auch sagen, wir machen hier erstmal Schluss an der Stelle. Ich werde mich denn da nochmal ein bisschen kundiger machen. Reicht ja auch erstmal fürs Erste. Vielleicht finde ich ja auch irgendwo noch eine Notiz oder so. Was steht denn hier Schönes? Irgendwo muss das ja. Muss das ja stehen. Hey, das war das mit den Vasen. Es muss ja irgendwo eine Notiz geben, wie man das Ganze behebt. Oder wie man die, welche Reihenfolge man die Sicherung reinpackt. Hier können wir nochmal was anderes versuchen. Übrigens, hier können wir nochmal 19 nehmen. Ach, nope. Passt auch nicht. Okay. Ja. Dann haben wir es erstmal versucht. Machen erstmal eine kurze Pause. Und schauen wir mal, ob wir noch was anderes finden. Ja, dann bedanke ich mich erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich hoffe dann mit der gescheiten und richtigen Lösung. Bis dahin.